Hallo, grüße euch. Ich bin Bett und liebe Grüße aus dem, wie man sieht, sonnigen Paraguay. Herzliche Grüße und das heutige Thema kommt sofort. So, heute wieder aus der Reihe. Vielen Dank zuerst an euch. Frag den Pit, abgekürzt Hashtag Frag Pit. Vielen Dank. Ich habe also wirklich sehr, sehr viele E-Mails erhalten und da möchte ich mich bei euch natürlich bedanken und ihr werdet auf jeden Fall davon profitieren. Ich habe einige Fragen rausgesucht, kann ich ja auch verstehen, dass viele nicht öffentlich drüber schreiben wollen, direkt in den Kommentaren, deshalb vielleicht per E-Mail mich anschreiben, bzw. eingeschrieben haben. Aber gut, kein Problem, ich werde selbstverständlich auch die Fragen beantworten. Heute wird es kurz gehen um Berufsaussichten hier in Paraguay, als auch um Schulen. Es kommen immer wieder neue Einwanderer, die halt viel jünger sind als wir und natürlich die auch kleine oder verhältnismäßig kleine Kinder haben. Also bleibt dran! Also ich habe hier auch die Frage mit Schulen, welche Optionen ich empfehlen kann und welche Schulen gibt es überhaupt. Gut, zu diesem Aspekt glaube ich oder zu dem Thema hat auch Chris also ein gutes Video meiner Meinung nach gemacht. Der hat also auch zwei Kinder, soweit ich informiert bin. Also da kann man sicherlich die guten Informationen rausziehen, zumindest aus seiner Sicht. So, ich wollte aber noch einen anderen Aspekt bei diesem Problem, kann man sagen, anschneiden. Also grundsätzlich gibt es staatliche und private Schulen, so im Allgemeinen. Aber ich sehe das eher als Vater bzw. als Mutter. Ja, in Deutschland hat man meine Meinung nach wenig Zeit für die eigenen Kinder. Warum? Ja, weil natürlich der Vater voll am Arbeiten ist und die Mutter meistens ja auch, was uns ein Gehalt reicht, meistens nicht, um die Bedürfnisse zu decken, also die Lebensbedürfnisse zu decken. Und hier sehe ich in Paraguay auf jeden Fall die Chance, ja, also die Schule aus dem anderen Sichtwinkel. Also warum nutzt ihr nicht die Chance und schickt einfach eure Kinder in die staatliche Schule? Warum? Also ich bin der Meinung, wenn die Kinder sich hier anpassen sollten, ja, und ich sag mal, normal aufwachsen, da sollten die Kinder auch das normale Leben kennenlernen. Ja? Also meine persönliche Meinung ist, die Kinder in die staatlichen Schulen schicken, da haben die natürlich, ja, also wachsen normal auf, nicht abgehoben. Ich kenne auch viele, nicht nur deutsche Schüler, sondern grundsätzlich auch paraguayische, die natürlich, der Papa hat's Geld, Mama hat's Geld, also der Junge hat nichts im Kopf, wird nur durchgeschoben und gewöhnt sich schon seit klein auf oder klein praktisch mit dem Geld schlicht umzugehen. Und glaub mir, die beste Erziehung für die Kinder ist zu Hause. Das heißt, wenn der Vater und die Mutter, sowohl der eine als auch der andere, zu Hause sind, beziehungsweise viel Zeit für die eigenen Kinder haben. Grundsätzlich, die besten Universitäten gibt es natürlich in größerem Asunción, also drumherum um die Hauptstadt, aber da möchte ich persönlich nicht wohnen. Ja, so einfach ist es. Und außerhalb von dem größeren Asunción ist die Schulbildung natürlich am etwas kleineren Niveau. Aber
Möchtet ihr in einem Großraum Asunción wohnen? Ich nicht. Also ich kenne Paraguay schon seit 18 Jahren. Da zieht mich keiner hin. Deshalb haben wir hier die Gegend, man hört vielleicht die Vögel, einfach die Natur gewählt und trotzdem Stadtnähe zu der Bezirksstadt Piribebuy, was ungefähr eine Autostunde von dem Großraum Asunción entfernt ist. Und so sehe ich die Vorteile. Ja? Man kann die Kinder bei sich haben, die zur Schule schicken, damit die normal aufwachsen, die normale Sprache lernen, die normale Lebensverhältnisse kennenlernen und man kann den Kindern auf jeden Fall zusätzlich, falls notwendig, natürlich die entsprechende Lehre in Form von Privatlehrer dazugeben. Okay? Ja? Sondern einfach nicht nur reden, sondern einfach was tun. Und das ist das A und O. Also in diesem Sinne, stell weiter die Fragen, frag den Pit, beziehungsweise abgekürzt, den Hashtag frag Pit. Sende eure Fragen für diejenigen, die es nicht veröffentlichen wollen, unten in den Kommentaren. Schreib ruhig mal. Ich werde sicherlich zumindest einmal wöchentlich, wenn nicht zweimal wöchentlich, eure Fragen gerne beantworten. Und bleibt gesund auf jeden Fall. Bereitet euch richtig vor. Stellt viele Fragen und vor allem lässt die Frage nicht unbeantwortet, sondern bohrt weiter nach, damit auch ihr richtige Antworten bekommt. Okay? In diesem Sinne, also ich meine, ich könnte euch etwas helfen damit und wir werden uns sicherlich in Paraguay sehen und lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Wie gesagt, also unser Team ist gerne und steht gerne zu eurer Verfügung. Ich persönlich selbstverständlich ja auch in Form von Videos, als auch persönlich, falls mich jemand anruft. Wir können gerne uns über sämtliche Themen unterhalten. Also, in diesem Sinne, Likes nach oben wie immer, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und links werde ich weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Paraguay Live Kanal empfehlen. Also, mach's gut und immer Kopf nach oben, gute Laune behalten und bis dann, wir sehen uns. Ciao, ciao.